Also finde ich gut, dass mal wieder sowas kam. Ich meine, Too Sad to Disco, es war halt irgendwie Party, aber es war halt so Party mit Wein dabei, so ein bisschen, weißt du? Keine Ahnung. Ich meine, die anderen Songs, klar, ich finde, bei jedem Song kann man irgendwas interpretieren. Also, ja, bei dem vielleicht jetzt, ja, okay, fast bei jedem so. Und die haben fast immer so eine tiefgründigere, traurigere Bedeutung. Also, meiner Meinung nach so, wenn ich was höre. Aber trotzdem hat er es drauf, trotzdem so ein Party-Ding zu machen, ne? So, wir kommen zum neuen Song von Apache. Bei Apache hat man auf jeden Fall schon mal den ein oder anderen Teaser gesehen. Und es ist auf jeden Fall so ein. Es hat mich halt so ein bisschen an Frauenarzt erinnert, ne? Können wir gleich nochmal drüber quatschen. 90, 3 Minuten 58. Boah, ey. Der Trend geht wieder, ne? Schon so ein bisschen länger. Finde ich cool. Produziert von Jumper und Burki. Ich glaube, Burki war. Boah, was hatten wir das letzte Mal gehört? War das dieser House-Song? Ich glaube, das war so. Nee, ja doch, mit Bowser, glaube ich, ne? Mix von Jumper und Lex Barkey und Master von Lex Barkey. Video von NBP Films. Okay, dann würde ich sagen, jetzt wird entertained, oder? Das ist glaube ich, mal wieder ein. Meine Güte. Was denn los, Toni? Was stänkerst du hier so rum seit 2 Stunden, Mann? Ich will doch einfach nur meine Ruhe genießen. Da verkauft man seit 2 Jahren die Oh größten nein. Arenen aus und ich krieg halt gefühlt die 100.000ste Anfrage für eine Hochzeit. Ja. Ja, diese Nachsynchronisation, ne? Ja, die Leute wollen halt, dass wir da hingehen und eine schöne Ballade singen. Ist doch verständlich, Junge. Warte mal, ich sehe gerade, die Gage ist gar nicht mal so schlecht. Es Okay. gibt Getränke, es gibt Apfelkuchen. Ja. Also sind die eingeladen für eine Hochzeit, ja? Habe ich das richtig verstanden? Und wann hast du das letzte Mal so einen richtig leckeren Apfelkuchen gegessen? Ich Lange mag her. Apfelkuchen. Lange her. Ich mag Apfelkuchen sogar sehr. Die Stimme ist. Also sollten wir vielleicht hingehen. Ja, vielleicht sollten wir nicht hingehen. Ey, die Stimme kommt mir voll bekannt vor. Vielleicht sollten wir einfach nicht hingehen. Aber Ja, vielleicht vielleicht sollten wir nicht sollten wir hingehen. doch hingehen. Ja, aber vielleicht sollten wir auch einfach nicht hingehen. Okay. Scheiße, okay. Aber du magst Apfelkuchen. Ich mag Und die Apfelkuchen. Bezahlung ist gut. Okay, Toni. Warum ist das so leise? Warum ist denn das jetzt auf einmal so leise? Das ist volle. Was ist. Warum. Achso, geht's immer noch in Story weiter oder was? Meinst du, das war aus einem Film? Keine Ahnung. Din, 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 din. Ich seh aus wie die 90s, sie kriegt Daddy-Issues. Meine Buffalo so hoch, du trittst mir nicht auf den Schuh. Ich tanz fest. Hat so ein bisschen, ne, das meinte ich halt. Es hat so ein bisschen diesen Frauenarzt, wie heißt das nochmal, dieser wie heißen die? Music Instructor, glaube ich, ne? Dieses din, 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 Apes Odyssey, glaube ich, oder sowas war das, ne? Sowas in diese Richtung, Mann. Meine Buffalo so hoch, du trittst mir nicht auf den Schuh. Ich tanz besser als ihr Ex. Ich hab Rhythmus im Blut und Make-up-Spuren von letzter Nacht auf meinem Kissenbezug. Ich sag, oh, wie die vierte Mische schmeckt. Ich bin nicht intelligent, doch meine Haare wie geleckt. Du Was bringt dir all. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Die singen da, du Hurensohn. Echt jetzt? Ecstasy. Ja, halt, wie gesagt, so diese Frauenarztrichtung. Keine Kein Ahnung. Geld. Müssen wir DJ Divo fragen, der macht das sehr, sehr geil mit ihm. Wenn Apache den dritten Knopf öffnet von seinem Hemd. Du musst früh raus, er kommt zu spät. Sie sagt schon zum dritten Mal, lass uns doch gehen. Schöne Melodie. Aber die Nacht hört nicht auf, nein, die Nacht hört nicht auf, solange die Disco-Kugel sich sich dreht. Du musst Klar. früh raus. Digga, dieser Bruch gerade, ne, von Kolle und PA Sports und so weiter jetzt zu sowas. Ich find's geil, Mann. Ich find diese Abwechslung nice. Ich find's wirklich nice. Erinnert mich auch natürlich ein bisschen an Sido Carmen, ne? So diese Stevie B-Richtung, glaube ich, war das, oder? Er Nur ein kommt bisschen zu schneller halt. spät. Sie sagt schon zum dritten Mal, Mal lass uns doch gehen. Aber die Nacht hört nicht auf. Nein, die Nacht hört nicht auf. Digga, Solange man kriegt die so gute Laune davon. Disco-Kugel sich dreht. Ein bisschen dies, ein bisschen das, ein bisschen viel zu sehr. Alle Straßen leer gefegt, doch überall Verkehr.
dein Macker kommt aus gutem Haus. Das ist aber auch voll der Oldschool-Flow gerade, ne? Das passt halt super gut dazu. Für dich würde ich sterben, kam her. Ja, und dann diese Lasergeräusche. Piu, piu, piu. Ja, passt schon. Bastian Werdegger, doch er hat kurze Haare und ich einen Pferdeschwanz. Wie die achte Mische schmeckt, dass die Nacht schon lang vorbei ist, hab ich leider nicht gecheckt. Du Hurensohn, was bringt dir all dein Geld? Ey, aber ganz ehrlich, ich muss auch sagen, so, ich vermisse auch so ein bisschen diese Party-Dinger von ihm, ne? Also finde ich gut, dass mal wieder sowas kam. Ich meine, Too Sad to Disco, es war halt irgendwie Party, aber es war halt so Party mit Weinen dabei, so ein bisschen, weißt du? Keine Ahnung. Ich meine, die anderen Songs, klar, ich finde, bei jedem Song kann man irgendwas interpretieren. Also, ja, bei dem vielleicht jetzt, ja, okay, fast bei jedem so. Und die haben fast immer so eine tiefgründigere, traurigere Bedeutung. Also, meiner Meinung nach so, wenn ich was höre. Aber trotzdem hat er es drauf, trotzdem so ein Party-Ding zu machen. Ne? Und sowas habe ich ein bisschen vermisst, wo man jetzt nicht nachdenken muss. Weil ich finde, hier ist jetzt nichts zum Interpretieren, ist einfach Spaß. Einfach Spaß. Oh, warte. Was? Check, du Hurensohn! Was bringt dir all dein Geld? Wenn der Patsch elegant auf die Tanzfläche kommt, damn. Du musst früh raus. Ah, ich dachte, jetzt kommt auch so ein Falco-Part. Ah, so wie beim... Ey, da freue ich mich ja auch drauf, ne? Das müssten wir ja auch bald hören. Dieser Falco-Part, gerappt von... War das Bones? Weiß ich nicht. Komm zu spät. Sie sagt schon zum dritten Mal, lass uns doch gehen. Aber die Nacht hört nicht auf. Nein, die Nacht hört nicht auf. Solange die Disco-Kugel sich was dreht. Geht da eigentlich ab? Du musst früh raus. Er kommt zu spät. Sie sagt schon zum dritten Mal, lass uns doch gehen. Aber die Nacht hört nicht auf. Nein, die Nacht hört nicht auf. Alter. Solange die Disco-Kugel sich dreht. Let's go. Aber... Ey, natürlich, wir haben auch Breakdance dazu. Das ist ja das, was ich meinte. Diese Breakdancer-Mucke war das ja im Endeffekt, oder? Oder nicht? Ich bin nicht aus der Szene gewesen, Mann. Aber ich dachte, ne, das wird halt eine coole Parallele. Aber ja, ich glaube schon. Geiler Opa. Opa. Danke für deine Unterhaltung. Wirklich, muss man einfach sagen, danke für diese Unterhaltung, wirklich. Alles ist nur noch anstrengend in der deutschen Musikszene. Ich sag jetzt extra nicht die Deutsch-Rap-Szene, ne, weil sonst fühlen sich wieder Leute. Aber diese ganze Musikszene, es ist einfach nur noch so anstrengend alles. Und gerade jetzt zum Sommer hin brauche ich einfach mal ein bisschen Mucke, wo man auch Spaß haben kann. Ich werd's mal im Auto hören, du Hurensohn! Ja, könnte unterhaltsam sein.